sich das von mir gestaltete Plakat für einen AfD-Bürgermeisterkandidaten vorstellen und zeitgleich erläutern, weshalb es nicht zu einem AfD-Beitritt meinerseits gekommen ist und wie ich damit umgehen werde. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass meine Heimat Deutschland maßgeblich von einer Agenda der Abschaffung bedroht ist, und ich sehe eine Übermacht an politischen Einheitshandlangern, die von mir lediglich Ablehnung erfahren werden, ebenso aber auch eine stets wachsende Asylindustrie, die immer mehr Profiteure hervorbringt. Wenn aber meine Meinung nach wie vor dieselbe ist, warum erfolgt dann kein Eintritt in die AfD? Die Antwort ist einfach. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass der AfD-Landesvorstand, der mit mir in Kontakt getreten ist, kein wirkliches Interesse an einer Zusammenarbeit hat. Somit kann ich mein Ziel, eine bessere Verzahnung von der Partei mit Unterstützern der freien Medien zu erreichen, nicht umsetzen. Nach wie vor bin ich der Meinung, anstatt auf eigene Klickzahlen, Aufrufe und Kanalwachstum zu schauen, sollte die Partei und deren Unterstützer eine Einheit bilden und miteinander statt gegeneinander agieren. Die Kanalsperrung der letzten Wochen belegen, dass hier eigentlich dringend eine Lösung her muss. Es entsteht für mich der Eindruck, andere Themenbereiche stehen derzeit aber oben auf der zu erledigen Liste. Ist das ein großes Problem? Nein. Denn die Tatsache ist, man kann auch in neutraler Funktion unterstützend tätig sein. Fakt ist auch, es obliegt einzig und alleine der Partei und deren Entscheidern, welche Optionen einer Zusammenarbeit sie in Betracht zieht und welche nicht. Ich werde, solange ich vom Weg überzeugt bin, den gesamtheitlichen Inhalt auch weiterhin unterstützen. Nur erhalte ich mir so eine neutrale Position. Nicht umsonst habe ich dennoch den Auftrag des AfD-Kreisverbandes Börde bezüglich der Bürgermeisterwahl angenommen. Ich hatte vor Ort die Möglichkeit, die Verantwortlichen kennenzulernen. Der Bürgermeisterschaftskandidat erschien mir absolut glaubwürdig und motiviert. Somit war klar, ich kann hinter diesem Engagement stehen. Ich bin dem Landesvorstand dankbar für die Gespräche, jedoch ist mir das gesamte Handeln viel zu zögerlich und es wurde mir am Telefon bestätigt, dass bezüglich einer Einladung, wir reden hier nicht über eine Anstellung oder eine Aufgabe, meiner Person, um meine Ideen vorstellen zu dürfen, bereits im Vorstand keine Einigkeit besteht. Und wenn noch nicht mal Einigkeit für eine Einladung besteht, dann fehlt die Basis für alles Weitere. Das ist meine Meinung. Diese fehlende Überzeugung ist ein Problem oder besser gesagt für mich Grund genug, Abstand von einer Bindung zur Partei zu nehmen. Nichtsdestotrotz waren die Gespräche sehr aufschlussreich und respektvoll, daher respektiere ich natürlich die Entwicklung, bitte aber auch um Verständnis für meine daraus gezogene Konsequenz. An dieser Stelle zeige ich euch nun den fertigen Entwurf zum Wahlplakat. Dieser ging so in den Druck, kleine Anpassungen durch die Druckerei flossen mit ein. Der Slogan wurde von den Parteiverantwortlichen gewählt, da das Thema Familie eines der Kernthemen ist, welches die Bürger der Region beschäftigt. Ich persönlich komme zu dem Entschluss aufgrund der Gespräche, Felix Zietmann wäre der passende Bürgermeister, um Wulmirstedt wieder aufzurichten und für eine Zukunft mit Perspektive zu formen. Was sagt ihr zu diesem Plakat? Würde es euch ansprechen? Ich freue mich auf eure ehrliche Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.